Sie haben wahrscheinlich schon alle von der Quantenmechanik gehört, von den Problemen, die es uns gibt, von den Problemen vor allem in verschiedenen Phänomenen, die sie beschreibt. Zum Beispiel wissen wir, dass Quantenobjekte wie Elektronen durch Wände, durch Potentialbarrieren gehen können. Katzen hingegen können nicht tunneln. Im Folgenden möchte ich einen Algorithmus vorstellen, der uns erlaubt, diese Phänomene, diese Zeitentwicklung von Phänomenen, zu beschreiben, ist nämlich der Split Operator Fourier Transform Algorithmus. Ich mache das, da Zeitentwicklung, besonders von quantenmechanischen Objekten, auch für Materialwissenschaftler von Bedeutung ist, zum Beispiel wenn sie Spektroskopie betreiben wollen, aber auch, weil man im Laufe von dieser Herleitung dieses Algorithmus und auch der Anwendung des Algorithmus viele Konzepte sehen kann, die immer wiederkehrend sind in der Computational Chemistry. Das heißt, wie ich meinen Algorithmus herleite, ist das gleiche Verfahren, wie ich auch nutze, um Molekulardynamik-Algorithmen herzuleiten, zum Beispiel Velocity Valley. Und ich werde auch zeigen, wie man Algorithmus überwachen kann und wie man die Numerik ein bisschen beeinflussen kann und dabei auch die Quantenmechanik erkunden in Form der Unschärferelation und in Form des Tunneleffekts. Und wir starten unsere Reise bei dem Fundament der Schrödinger-Gleichung, sieht aus wie folgt. Das sagt, wenn ich meinen Zustand ableite nach der Zeit, ist es das gleiche, wenn ich einen Hamiltonian auf meinen Zustand anwende. Und wenn ich das dann integriere, für einen Hamiltonian, der nicht von der Zeit abhängt, komme ich bei dieser Gleichung hier raus. Die sagt, wenn ich diese Exponentialfunktion mit meinem Hamiltonian drin auf meinem Zustand beim Zeitpunkt t gleich 0 anwende, komme ich am Zeitpunkt t wieder raus. Das heißt, das ist ein Propagator, daher unsere Wellenfunktion vom Zeitpunkt t gleich 0 zum Zeitpunkt t propagiert. Der Hamiltonian, der hier drin steckt, hat zwei verschiedene Teile, falls Sie es nicht schon wissen, nämlich einen kinetischen Teil und einen potentiellen Teil. Kinetisch hängt mit Impuls zusammen, potenziell hängt mit Potential zusammen, das wir uns potenziell auf das System werfen. Zum Beispiel könnten wir eine Katze auf eine Rutsche setzen. Wir haben dieses Potenzial hier. Wir könnten auch ein harmonisches Potenzial anlegen, was dann ein Parabel zum Beispiel ist. Wir nutzen jetzt dieses Wissen, um unseren Algorithmus herzuleiten und fangen zunächst an, unseren Algorithmus, unseren Propagator umzuschreiben. Wir machen das, indem wir uns überlegen, dass es egal ist, ob wir, oh, dass es egal sein könnte, ob wir unsere Katze in einem großen Schritt von Zeitpunkt t gleich 0 zum Zeitpunkt t bringen oder ob wir es in kleinen Schritten machen. Das heißt, wir könnten uns vorstellen, dass unsere Katze in kleinen Schritten langsam zum Zeitpunkt t stoßen. Das schreiben wir wie folgt. Das heißt, wir machen hier im Prinzip n mal hintereinander Schritte der Größe Epsilon. Jetzt können Sie sich überlegen, hilft uns das was? Die Antwort ist leider nein, es hilft uns kein bisschen weiter, da wir immer nicht wissen, wie wir es hier ausrechnen sollen im allgemeinen Fall. Man könnte sich überlegen, ob es hilft, das Problem aufzuteilen. Das heißt, wir schauen uns zunächst Potential an, dann Impuls. Allerdings würde man dann zu einer solchen Schreibweise vielleicht kommen wollen. Allerdings ist diese nicht im Allgemeinen zulässig, da Operatoren nicht im Allgemeinen kommutieren. Das heißt, wir können nicht, es spielt eine Rolle, in welcher Reihenfolge wir diese zwei Operatoren anwenden. Allerdings kommen wir um dieses Problem herum, wenn wir Trotters Wissen anwenden. Und Trotters Wissen sagt uns, okay, wenn wir jetzt den Operator zum Beispiel wie folgt schreiben, unser Propagator, wir haben hier unser Potential H2, propagieren es einen halben Zeitschritt lang, dann hier das Potential wieder einen halben Zeitschritt lang propagiert, dann hier unser Kinetikteil. Wenn wir das einfach n mal machen und dabei n gegen unendlich gehen lassen, das heißt unendlich kleine Zeitschritte nehmen, ist das Ganze exakt. Jetzt sind wir schon im Prinzip am Ziel. Wir müssen das Ganze nur ein bisschen weniger abstrakt machen. Wir machen das, indem wir unseren Zustand auf die Koordinatenbasis projizieren. Das heißt, wir wollen unseren Zustand in der Koordinatenbasis darstellen können. Das machen wir, indem wir einfach unsere ursprüngliche Schreibweise Propagator auf Psi 0 angewandt, hier dann auf ein xt projizieren. Und wenn wir dann ein bisschen Algebra machen, kommen wir zu dieser Formel hier, die unser Kern ist. Nämlich, dass wir hier
im Prinzip die Schreibweise wiederfinden, die wir auch hier oben haben. Ich propagiere mein Potenzial einen halben Schritt, dann propagiere ich meinen Impuls einen ganzen Schritt und meine Kinetik einen ganzen Schritt, dann propagiere ich mein Potenzial wie einen halben Schritt. Das Interessante ist aber, was diese Teilchen machen. Die sagen mir nämlich, dass ich hier in der Ortsdarstellung starte. Das habe ich ja hier dastehen. Ich bin nicht x0. Wenn ich Psi auf x0 projiziere, komme ich bei Psi x0 am Zeitpunkt t gleich 0 raus. Das propagiere ich jetzt im Potenzial und mache dann eine Fourier-Transformation in den Impulsraum. In den Impulsraum kann ich dann einfach meinen Kinetikteil ausrechnen. Hier steht ja ein P drin. Wenn ich das gemacht habe, kann ich wieder in meinen Ortsraum projizieren, wo ich wieder einfach mein Potenzial ausrechnen kann, wo ich ein X drin stehen habe. Das ist der Kern des Algorithmus, der wie folgt aussieht. Ich starte mit meinem Objekt in der Ortsdarstellung, nutze ein Gitter, da ich ja nicht eine kontinuierliche Variablen propagieren kann. Das spielt später auch eine Rolle in unserer Diskussion. Dann propagiere ich es in den Impuls, transformiere es in den Impulsraum, der nicht so bekannt ist wie zum Beispiel der Ortsraum. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Katze jetzt blau ist in dem Impulsraum, wenn wir eine Darstellung dafür haben wollen, propagieren dann unsere Kinetik, transformieren zurück in den Ortsraum, können dann wieder einen halben Schritt im Potenzial gehen. Machen wir das Ganze mal einem echten Beispiel, zum Beispiel am freien Teilchen. Wir wenden also kein Potenzial an, schauen ein Wellenpaket an und schauen uns an, wie es sich in Zeit entwickelt. Das machen wir hier für zwei Beispiele, nämlich für zwei verschiedene Massen. Und was wir hier sehen, ist das obere Beispiel, was das leichtere Teilchen ist, versucht sich im Raum auszubreiten, wohingegen das schwere Teilchen lokalisiert bleibt. Man kann darin eine Analogie zur Unschärferelation sehen, nämlich dass wir bei klassischen schweren Teilchen nicht mit einer Delokalisierung kämpfen müssen, wohingegen wir, wenn wir Quantenexperimente machen, schon damit kämpfen müssen. Wenn wir jetzt das Teilchen noch schwerer machen würden, wir haben so eine Massendifferenz von 100, wäre der Effekt natürlich noch viel ausgeprägter. Wir werden am Ende hier oben überall im Raum die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, das Teilchen zu finden, wohingegen es unendlich viel länger dauern wird, das im anderen Fall zu sehen. Machen wir es ganz ein bisschen komplexer, wenden wir eine Potentialbarriere an. Wir haben in beiden Fällen hier eine Wand und wieder ein Wellenpaket mit zwei verschiedenen Höhen der Wand und schauen uns an, was passiert. In beiden Fällen propagieren wir unser Wellenpaket und dann kommt es an die Wand und im einen Fall oben wird es reflektiert und im anderen Fall unten geht es einfach durch. Und das ist der Fall, da unsere Wand im ersten Fall Millionen Mal höher ist als im zweiten Fall und dabei sehen wir, dass der Tunneleffekt auf einer Höhe der Potentialbarriere abhängt. Das heißt, auch ein Quantenobjekt kann sich durch beliebig hohe Wände durchtunneln. Und was wir jetzt hier sehen, sind Interferenzeffekte, wo sich dann Wellenpakete, die sich aufgespaltet haben, wieder treffen und dann eben ein Interferenzmuster bilden. Machen wir es ein bisschen noch komplexer. Lassen Sie uns zu zwei Potentialbarrieren gehen. Auch hier starten wir mit einem Wellenpaket und schauen uns an, wie sich es entwickelt. Hier spaltet es sich auf und dann trifft es eine Wand. Hier zunächst die rechte, wird dann teilweise reflektiert und teilweise kann es durchgehen. Genauso auch an der linken Wand, da beide Barrieren gleich hoch sind. Und auch dann werden wir später wieder Interferenzeffekte sehen können. Allerdings sehen wir auch hier, dass die Energie ein bisschen verrückt spielt, sodass man sich fragen könnte, können wir es besser machen? Ein erster Versuch wäre, das Delta T kleiner zu machen. Das heißt, wir gehen kleinere Schritte in unserer Zeitentwicklung. Man kann es machen. Hier habe ich es für 0,05 gemacht und einmal 0,005. Das eine dauert 4 Minuten, das auszurechnen für dieses eindimensionale Beispiel, das andere schon 1,9 Stunden. Und wir sehen, viel Aufwand, aber da bringt es nichts.
der ursprüngliche Zeitschritt war schon gut genug für das Problem. Dann die nächste Stellschraube. Wir könnten ja ein Gitter machen, neben das etwas feiner ist. Das muss man dann schon über Nacht rechnen, da das feine Grit schon so viele Punkte hat, dass es unmöglich wird, das einmal so kurz zu rechnen. Und vergleichen wir das mal mit unserer ursprünglichen Simulation. Wir schauen einfach mal, wie dann die Energie ist, wenn wir am gleichen Zeitpunkt ankommen, der hier mit grauen Balken markiert ist. Das ist ungefähr jetzt der Fall. Und wir sehen, dass wir hier dann doch deutlich besser sind in der Energie als im ursprünglichen Beispiel. Das heißt, wahrscheinlich könnten wir hier mit einem besseren Gitter deutlich weiterkommen. Man kann es in der Praxis auch so machen. In der Praxis kann man auch zum Beispiel adaptive Gitter anwenden, die in manchen Gebieten feiner sind als in anderen Gebieten, um dann ein bisschen das billiger zu machen von der Rechenleistung her. Wir sehen auch hier, dass wir schnell an eine Barriere kommen, wo wir es nicht mehr ausrechnen können. Das wäre ein solches einfaches Beispiel. Was wir jetzt gesehen haben in diesem Video ist, wie wir einen Algorithmus herleiten können, wo wir genau wissen, wo wir die Näherung einführen. Das war nämlich die Trotternäherung. Man kann damit dabei auch herleiten, wie groß der Fehler ist. Und wir können diese Trotternäherung dann auch in späteren Beispielen verwenden, um zum Beispiel Velocity Valley herzuleiten. Wir haben dadurch dann auch die Unschärferelation uns ein bisschen anschauen können. Wir haben uns den Tunneleffekt anschauen können. Und wir haben gesehen, wie wir die Konvergenz bewerten können, nämlich durch Normalisierung und Energieerhaltung. Und wir haben am Ende auch gesehen, welchen Effekt die Gittergröße und Zeitschritte haben. Hier haben wir noch ein schönes Beispiel für einen Zeitschritt. Das ist für eine einzige Potentialbarriere. Wir haben es einmal für einen Zeitpropagator, für einen Delta T von 0,005, einmal von 0,001 gemacht. Und wir sehen, dass der kleine Zeitschritt deutlich bessere Energieerhaltung zeigt als der große Zeitschritt. Ich hoffe, ich konnte jetzt hier einen kleinen Einblick in die Quantendynamik geben und wie man Zeitentwicklungen berechnen könnte, wie man Algorithmen entwickelt und wie man auch damit Phänomene besser verstehen kann aus der Quantenmechanik.